So, speichern und Voito geht's. Wir werden mal mit... Hexer, ich muss dich sprechen. Oh. Ja? Elias? Worum geht's? Ich bin Elias aus Jorvets Truppe. Wir haben ein wichtiges Anliegen. Sprich. Seit einiger Zeit verschwinden immer wieder Männer aus Wergen und neulich haben wir die ersten Leichen gefunden. Es geht also nicht um Deserteure. Ach, da haben wir die Quest am Anschlagsbrett gesehen, ne? Sind alle Opfer Männer? Junge Männer, Menschen und Elfen. Wo habt ihr die Toten gefunden? Das ist unterschiedlich. Die meisten bei dem verbrannten Dorf vor der Schlucht, die zur Stadt führt. Ich möchte mir die Leichen ansehen. Sie sind schon beerdigt. Wo? Im Hügelgrab im Wald hinter Wergen. Du solltest dort nicht hingehen. Warum nicht? Grabschändung ist ein schweres Verbrechen. Den Familien der Toten würde das ganz und gar nicht gefallen. In was für einem Zustand waren ihre Körper? Sie sahen entsetzlich aus. Ein Elf hätte sowas nicht getan. Und ein Mensch wohl auch nicht. Ich arbeite nicht umsonst. Die Belohnung soll dir nicht verweigert werden. Wenn du deine Sache gut machst, lege ich zu den Orens noch was dazu. Wir verlieren schließlich gute Leute. Ja. Ich mach's. Ich werde die Angelegenheit untersuchen. Ich mach's. So, ich wollte aber eigentlich hoch und rechts rum. Merken. Also so hoch und rechts lang. Und hier, glaube ich, querfällt ein. Hier. Als Bergmann, hast du noch mal drüber nachgedacht? Ich bin unentschlossen. Was gibt's da zu zaudern? Jorvet ist doch kein Aufschneider. Elfen. Reden viel, denken wenig und sterben mit dem Ruf. Denen haben wir es aber gezeigt. Kann ich. So, mein Lieber. Okay. Elf ist also sowas. Ja, ja. Der Hexer Geralt von Riva ist da. Ach was, Hexer. Was sind das für Schwerter? Eine Augenweide. An denen ist nichts Ungewöhnliches. Oh, da bist du schief gewickelt. Eine Silberklinge kann nicht jeder schmieden und Runen stechen erst recht nicht. Schau dir meine Waren an. Ich werfe einen Blick auf deine Schwerter. Aber Finger weg von den Schwertern. So, erst mal gucken, was er hat. Was hast du denn für... Ah nee, hier drüben ist er. Was hat er denn für Waffeln? Kurzschwert. ...19 bis 28. Warum habe ich den Zwergenball? So, aber Rüstung hat er keine. So, warte mal. 19 bis 28, das ist ein normales Stahlschwert. Guck mal, 15 bis 22 und nicht upgradefähig. Ich glaube... Doch. So, warte mal. Erstmal kaufen. Also, Schwert 16... 19 bis 28. Das kaufen wir, oder? So, dankeschön. So, Distanzwaffen brauchte ich bisher nicht. Guck mal hier. Weißt du, ich soll 2000 für exzellentes Ausgewogen. Warum? 50 bis. Da, okay, ja, doch, doch, vielleicht schon. So, hier haben wir ein paar Runen. Achso, Schematas. Harpienfalle. Wirksam gegen Harpien. Kaufen wir auch. Schwert aus blauem Meteorit. Schwert aus gelbem Meteorit, aus rotem Meteorit. Aber es wird kein Silberschwert, ne? Solides aus gelbem Meteorit. Silbererz, Eisenerz? Oh, das könnten wir sogar kaufen. Oh. Ach so, die Attribute sind wichtig. Da, Bonus zum Zeichenschaden. Hier ist Adrenalinzunahme. Sofortige 409. Diamantstaub, Amethyststaub, Eisenerz haben wir, glaube ich. Silbererz haben wir, glaube ich, auch. Rotes Meteoritenherz. Erz.
Ich glaube, hier müssen wir... Der hat sogar ein bisschen Harpienkram. Mal Silbererz, aber nur 3. Ja, nicht so schlimm, nicht so schlimm. Wir nehmen jetzt erstmal die neue Waffel. 15 bis 22 haben wir derzeitig, gegen 19 bis 28. Ist schon mal eine grundlegende Verbesserung. Und wir können auch das Ding jetzt aufwerten. Beziehungsweise Aufwertung, Rune nicht. Aufwertung der Rüstung, Aufwertung von Stern, ja, Gewebe. Haben wir nicht. Oh, Rüstungsaufwertung plus 2 mit Vitalität. Oh, das muss ich mir merken. Wir haben leider keine Waffenaufwertung gerade. Normales Öl, ja, okay. Ich sag ja auch immer Waffeln. An. Ich werfe einen Blick auf deine Schwerter. Waffeln. Viele, viele Waffeln. Ach, guck mal, ich habe ja sowas. 11 Stück habe ich davon. Wollte doch ja nicht kaufen. So, dann nochmal mit ihm reden. Schau dir meine Waren an. Ich werfe einen Blick auf deine Schwerter. Ja, doch. Was kannst du denn herstellen? Zeig mal her. Beziehungsweise wir. Wir könnten... Ein Hexersilberschwert brauchen wir nicht. Eine Harpienfalle können wir leider nicht herstellen, weil da fehlt uns blaues Meteoritenerz. Echt jetzt? Tatsache. Das könnten wir jetzt hier dazu kaufen. Das geht aber. Ist doch bloß 12. Kann ich nicht kaufen? Da weiß nicht, das ist hier, ne? Silbererz, sag ich doch. Ah. Okay, können wir also nicht. Uns fehlt Silbererz, wir bräuchten mindestens 1. Das müssen wir hier kaufen. Warte mal. Schau dir meine Waffe. Kaufen. Rohstoffe. Eisenerz hätten wir hier. Das kaufen wir aber nicht, die 7 Stück. Silbererz. So. Bleib mal stehen hier. So, jetzt können wir. Die Harpienfalle. Ich werde die mal bauen. So. Dann passt das. So, neues Schwert haben wir. Neues Glück. Wir sollten jetzt hier runtergehen. Wir müssen sowieso da in die Richtung. Bin ich hier lang. Was ist das? Es trägt ein grünes Mäntelchen, sitzt den ganzen Tag. So, wir müssen hier durch die... Ja, nee, müssen wir nicht. Wir müssen da durch. Und was ist da? Ach, das ist der Bereich hier. Warte mal. Spar dir die Tricks. Die Pentagramme haben es dir wohl angetan. Oh ja, ich würde sie mir gerne aus der Nähe ansehen. Dann stelle ich uns kurz vor. Ich bin Felicitas Cori, du bist Geralt von Riva. Guck nicht so erstaunt. Ich kenne dich aus dem Unterricht. Ob's dir gefällt oder nicht, du bist ein Held der Gegenwart. Und viele sagen, die wir unter der Bettdecke lasen. Hast du in Aretusa studiert? Ja. Mir fehlt noch ein Praktikum in Elixieren und Fetischen. Das leiste ich hier ab. Du gehst bei der strengen Philippa Eilhardt in die Lehre. Kann ich dir bei dem Praktikum irgendwie helfen? Der Held möchte helfen? Das nenne ich Quellenforschung. Dafür wäre ich sehr dankbar. Die Leute hier kaufen nur wenig. Ich brauche aber unbedingt das Praktikum. Überlegen wir doch mal, was ich tun könnte. Wir können Frisuren ändern. Wir können... Draugenwissen. Vitalität 50. Reduziert Schaden, okay. Hier müssen wir irgendwann später mal durch. Ui, wir können... Das ging schon in Flotzern? Gar nicht mitgekriegt. Ich hätte gerne Frisur.
Kriegt man den auch hin, den ich gerne im dritten Teil gehabt hatte? Ich guck einfach mal. 40 kostet es jetzt schon. Aber das war, glaube ich, genau die, ne? Ich habe nicht genug Orens. Die ausrasierten Seiten. Ich glaube, das war's, ja. Ich speichere mal sicherheitshalber, weil das kostet jetzt immer mehr. Offen. Offen ist ja wie in der Serie, Netflix-Serie, ne? Oh! nee! Das ist fast wie im ersten Teil. Grusel. Man sieht hier, welche man schon hat. Okay. Das sieht eigentlich auch ganz nett aus. Glatt geschleckt, ja. Wie vom Hund so. So. Okay, also das ist jetzt typisch wie vorher, ne? Zwergenzopf. Naja. Ich lade bloß, weil es hat Geld gekostet und so. Wir haben es ja nicht so dicke, ne? So. Ich glaube, ich bleib bei der. Die gefällt mir nämlich ganz gut. So, wer bist du? Hast wohl mit einem Bären geknutscht. Ja, dafür nehme ich deine Sachen hier. Ein Hexerzwerg, das wär's doch. Du reparierst Rüstungen, nicht? Stimmt. Nur für deinesgleichen? Nein. Du redest wohl nicht viel, was? Ja. Und da heißt es, du wärst wortkarg. Oh, warte mal. Okay, der macht bloß die Schema das, aber vielleicht hat er noch was zu Geister um? Er hat Rüstung. Warte mal, ich muss vorher ja. In meine Rüstungsabteilung hier gucken. Wir haben die Rüstung des Astraugaros. 40, bupp. Ich mache mir mal ein Foto davon, damit ich das vergleichen kann. Wobei, kann ich das wieder zurück? Na klar, dann können wir es noch vergleichen. Huch! Glauben an ein Leben nach dem Tod bestärken. So, ich möchte etwas kaufen. So. Also, wenn wir die jetzt vergleichen, hier drüben und die erdirnische Lederjacke, Einäscherungsresistenz. Die Rüstung ist zwar super, also der Rüstungswert, aber haben wir noch irgendwas anderes? Gesteppte Rüstung, eine 12, Bluten, gestepptes Leder, kurze Lederhandschuhe, achso, die haben wir auch noch nicht, lange Lederhandschuhe. Eine Lederjacke, Nietenlederjacke, Rüstung des Drachen. Episch. Die könnten wir uns sogar gerade so leisten. Plus 17. Ich wüsste jetzt nicht, was dagegen spricht, ne? Außer, dass wir dann fast kein Geld mehr haben. Aber, ich meine, die hat's auch getan, aber... Die, Wie entstehen solche Orte? Durch große Schlachten. Durch den Ehrgeiz, die Gefühle und Sehnsüchte. Es sterben Schuldige so. Wie uns. Was haben wir denn für Schuhe? Ich werde mich mal jetzt hier ein bisschen eindecken. Wir haben 0 Schuhe plus 1. Plus 1 Hose. Die Trophäe ist egal.
Gerechtigkeit. Genau, wenn wir kein Geld mehr haben, es ist vortrefflich. Vortrefflich, Tanda, vortrefflich. So, wir gucken mal, was haben wir denn noch für Rüstung? Aufwertung ist egal. Gestepptes Leder, Gewebe, kurze Handschuhe. Ist besser als das, was wir jetzt haben. Vielleicht sollte ich mir... Lederjacke brauchen wir nicht. Eine Hose wäre super. Schuhe aus gehärteten... Hier eine schwere Lederhose. Plus eins. Okay, da können wir die Hose auch anlassen. Wir haben eh kein Geld mehr. Wer ist hier? Hexer, gut, dass ich dich treffe. Okay. Ich habe was für dich. Was denn? Kennen wir uns? Wundert dich das so sehr, wenn dir ein Fremder etwas schenkt? Ach ja, die Menschen sind egoistische Barbaren. Ich war während des Pogroms in Flotsam. Nimm dies und frag nicht weiter. Danke. Okay, was habe ich gekriegt? Oh, noch ein Zugereister. Woher kommst du? Warte, sag's nicht. Lass mich raten. Nee, muss nichts repariert werden. Es lag mir auf der Zunge. Was führt dich nach Wergen? Moment, lass mich raten. Geschäfte. Wusste ich's doch. Und du bist ein... Hexer. Oh, Hexer haben wir selten zu Gast. Was macht man als Hexer eigentlich? Probleme lösen. Och, ich hab gerade ein Problem mit meinem Freund. Liegen seine Gedärme auf dem Hof verstreut, der Kopf ein paar Schritt weiter? Das wären Probleme, um die ich mich kümmere. Was hat sie hier? Oh, alten Käse. Okay, tschüss. Ist das der Freund? Nee, ist die Freundin, ne? Oh, warte mal. Ja. Nehmen wir noch ein bisschen Loot mit. Das sieht gut aus mit dem Loot. Achso, das ist er. Ruhiger Tag heute, wie? Hi. Huch. Stell dir vor, ich habe ein Angebot für Monsterjäger. Was würdest du für meine alte verlangen? So, ich muss mir erstmal die Waffeln verkaufen hier. Das Beil, die Axt, das Messer, das Schwert, der Hammer, Knüppel. Guck mal, sind wir schon wieder fast reich. Hoho, die hochehrwürdige Philippa. So, wir müssen irgendwie links rum, das kommen wir aber von hier nicht mehr. Du die Sache, Ehrwürdigster. Sind die Götter Saskia wohlgesinnt, wie sie selbst behauptet? Nichts verachten die Götter mehr als den Aufstand gegen die althergebrachte Ordnung. So, also ein bisschen durchsuchen muss sein, ne? Weil, hab mich ein bisschen in Unkosten gestürzt hier gerade. Weiß auch nicht warum. Ist einfach so passiert. Ist über mich gekommen. Ruhig. Okay, alles weggelootet. Handeln. Das glaube ich kaum. Saskia glaubt es. Dann haben sie sie verhext. Die fromme Saskia? Leben und Tod der weißen Rose. Okay. Hier hängt Rüstung rum, aber benutzen können wir sie nicht. Ich glaube, da hinten geht's raus, ne? Traust du dieser Frau, meine Liebe? Saskia? Nein, aber ich traue Jorvet. Und er traut ihr. Meinen Gruß. Eine Elfin namens Mona. Ich habe wieder so ein Problem. Ich
glaube, das Spiel will mir sagen, ich bin überlastet. Dass das aber auch nicht steigt in Abhängigkeit des Levels. Halt durch, mein Lieber. Halt durch. Sieh ihn dir an, den General. Ist sein Gesicht nicht überzart? Dies Antlitz ziert nie ein Bart. Die Schönheit wird beinahe zur Qual. Saskia, Rebellin bei Jochan. Wo geht's hier hin? Irgendwo weg. Verschwinde hier. Ich glaube, ich brauche wieder einen Verkäufer oder so. Sich nur um Stunden handeln. Ach ja. Oh, da ist die Sonne. Wenigstens was. Denkt, was das Spiel für einen riesengroßen Qualitätssprung hinter sich hat, ja, im Vergleich zum ersten Teil. Ich meine, der erste Teil ist ja nicht schlecht, aber im Vergleich, ja, da sind Welten dazwischen, zum zweiten, natürlich zum dritten Teil. Optisch wie auch spielerisch. Also ich finde es zum Beispiel spielerisch, das war am Anfang ein bisschen kompliziert, wenn man den ersten Teil gespielt hat, aufgrund des rechtzeitigen Tippen, ne? Genau den Zeitpunkt zu finden. Aber hier, das flutscht einfach besser. Und natürlich optisch wie auch akustisch ist es qualitativ um Längen besser. So, dann verkaufen wir mal unsere Waffeln hier. Noch sind wir zu voll. Die haben wir extra gebaut. Was können wir denn noch verkaufen? Trophäen. Mutagene. Achso, wir haben ja dieses komische Holz. Das können wir ja nur produzieren. Theoretisch müssten wir das in unsere Kiste reinschmeißen. Um dorthin zu kommen, müssen wir natürlich... Ja, was. So, warte mal. Sortieren wir mal nach Dings. Hier Leder. 38 Leder. Das sind einfach mal 38... Kilo-Dingens, ne? Das ist ganz schön viel. Vielleicht sollte ich hier die Kiefer verballern. Pechdraht. Okay. Holzklotz. 4 Stück. Die lassen wir mal. Ich würde mal... pass auf, wir nehmen mal Neckarherzen von... So. Haben wir ein bisschen Geld und jetzt gehen da Geister um? So. Oh ja, man sollte da lang. Meine Verehrung. Dorthin zu pilgern. Das würde sie in ihrem Glauben an ein Leben nach dem Tod stellen. So, wo geht's hier hin? Hier waren wir schon vorhin. So, wir gucken mal, was Soltan sagt, ne? Wo ist er denn? Hier irgendwo. Schon ist der Frieden vorbei, was? Eine Armee mit einer Frau an der Spitze. Meine Güte. Oh, in der Schenke, also doch hier unten hin. Warte mal, da lang, ne? Ach, die K-Frage bei der Union. Ich fand es bei ACAP fand ich so seltsam, dass man die Frage doch wirklich tatsächlich stellt, wie sie es schaffen soll mit Kindern und Kanzlerin. Ja.
So ein Quatsch. Hab ich dir schon von der Frau erzählt, die vom Himmel gefallen? Ob sie die Männer schon mal sowas gefragt haben? Hier will keiner mehr rein. Gleich kommt sie schon mal breit. Wo ist denn? Ach, hier. Kurz auf einen Mann zu setzen und schon ist er... Geralt, setz dich her! Wir konnten deinen Ausflug in den Nebel ja noch gar nicht feiern. Lythander. Oh, entschuldige. Wo sind bloß meine Manieren geblieben? Sheldon Skaggs, Veteran von Sodden und Brenner. Und sämtlichen Schenken auf dem Weg dorthin. Den Drosten von Wergen kennst du ja schon. Sei gegrüßt. Meine Herren, ich weiß nicht, wie es mit euch ist, aber mir ist von all der Begrüßerei die Kehle ausgedörrt. Bemerkenswert, wo du doch gar nichts gesagt hast. Weisheit spricht aus Rittersporn. Eine Runde für alle. Erst muss ich die Immortelle finden, genau. Ich würde gern mit euch trinken, aber Saskia liegt vergiftet da nieder und jeder Augenblick ist kostbar. Sag, wie können wir dir helfen? Habt ihr vielleicht von einer Pflanze gehört, die Zwergimmortelle genannt wird? Ob wir davon gehört haben? Haben Säue enge Ritzen? Oh, haben sie die Skaggs? Ist nur so eine Redensart. Ja, die nur du kennst. Also die Immortelle, Hexer. Die wächst gerne bei Anthrazit- und Alumosilikatlagern. Philippa braucht sie, um Saskia zu heilen. Verdammt seltenes Gewächs. Naja, nicht weit von hier ist eine Grube. Wer weiß, was du da tief unter der Erde findest. Warum kämpft ihr Zwerge für Saskia? Wenn ich eine Nase fürs Geschäft hätte, wer weiß, dann säße ich vielleicht in meinem eigenen Gasthaus und könnte auf den ganzen Krieg scheißen. Aber was kann ich schon? Zuhauen mit der Axt, das war's. Und wenn ich draufgehen kann, will ich wenigstens wissen, wofür ich meinen Kopf hinhalte. Das Mädchen hat sie nicht mehr alle. Die bringt es fertig und spuckt dem Kaiser ins Gesicht. Aber Donnerschiss noch eins. Sie weiß, wie man kämpft. Und die Wahrheit sagt sie auch. Ein freies Werk. Einerlei, ob du ein Zwerg, ein Mensch oder ein grässlicher Elf bist. Na bitte, Zigrin. Jetzt mault er wieder über die Elfen. Aber im Kampf hätte er 30 Bogenschützen mit Kusshand genommen. Also das mit die Schlange, das muss ich mir mal angucken, wenn ich dazu komme. Aber es klingt sehr interessant, Lythander. Ist diese Grube weit weg? Ach, woher denn? Sie ist in Wergen selbst, im oberen Teil. Für den Ausflug habt ihr euch ja ziemlich erwärmt. Aber nicht erwähnt, dass die Grube geschlossen ist. Sie ist zu, das stimmt. Aber es wird Zeit, sie auszuräuchern. Das ganze unterirdische Geschmeiß zu beseitigen. Wovon sprecht ihr? Vor einem Monat fingen die Bergleute an zu verschwinden. Wir wollten eine beherzte Mannschaft hinschicken, aber Saskia erhob Anspruch auf alle Soldaten. Also haben wir den Schacht geschlossen, damit dieser Abschaum nicht in die Dörfer gelangt. Da kommen wir ja gerade recht, was, Geralt? Eindeutig. Gehen wir. Jawohl. In guter Gesellschaft kann uns kein Monster schrecken. Was ist mit dir, Sheldon? Begleitest du uns oder willst du lieber deinen Kleinen wegstecken gehen? Dem läuft das Futteral schon nicht weg. Ich komme mit, das lasse ich mir doch nicht entgehen. Wir treffen uns am Eingang der Grube. Glaub bloß nicht, dass ich dir einen ausgebe. So, Rittersporn, erzähl mal. Hau ihn um! Gut, dass du hier bist, Geralt. Ja? Was reimt sich auf wir? Ich bin kein Dichter. Nein, das ist nicht so toll. Du hast doch sonst manchmal gute Ideen. Hier. Genau. Schreibst du eine Ode an deine neue Flamme? Besser. Ich schreibe eine neue Hymne für Wergen. Willst du die erste Version hören? Nein. Doch. Also dann. Brüder auf die Gleichheit lockt, da wird nicht mehr herumgehockt. Die Fahnen flattern frei und froh, den Eid sprech ich in Jubilo. Komm mit uns und ergreife, Bruder, mit dem rechten Mut das Ruder. Denn im Herzen weißt auch du, wir halten auf die Freiheit zu. Seit an Seit marschieren wir, und Zwerg und Elf sind mit uns hier. Gemeinsam geht es auf den Feind. Ist eine Operette hier. Für uns die Sonne scheint. Wie gefällt es dir? Reimt sich. Na gut. Dann lass mal hören, was du rausgefunden hast. Eines ist sicher. Leto ist nicht auf dieser Seite des Nebels.
Wenn du den Königsmörder jagen willst, hättest du mit Roche in Hensels Lager gehen sollen. Ich bin zwar auf der Suche nach Triss, aber das heißt nicht, dass ich Leto vergessen habe. Warum liegt dir so daran? Ist ja nicht dein Stall. Sind doch nicht deine Hühner. Leto hat zwei Könige ermordet. Ich will wissen, warum. Oder eher, für wen. Findest du das so wichtig? Kein Hexer begibt sich ohne Grund in den Sumpf der Politik. Ich mag die Regeln auch nicht, nach denen die Welt regiert wird. Aber es hat noch niemand bessere erfunden. Könige zu ermorden löst keine Probleme. Ganz im Gegenteil. Nehmen wir an, du schnappst. Was dann? Zuerst will ich die Wahrheit wissen. Vielleicht kann er mich überzeugen. Vielleicht schlage ich ihm auch den Kopf ab. Ich kann mich an immer mehr erinnern. Lose Fetzen nur. Aber sie fügen sich allmählich zusammen. Was ist dir denn eingefallen? Eine Reise. Und dann eine endlose Wanderung in den Süden. Yennefer hinterher. Und der wilden Jagd. Ich weiß nicht, wie lange. Es war kalt. In den Dörfern, die ich auf meiner Reise passierte, lebten nur alte Menschen. Aber niemand wollte mir erzählen, was mit den Jüngeren, den Kindern, passiert war. Aus einem Greis bekam ich heraus, dass sich Wölfe in der Gegend herumtrieben. Ertrunkene und Moderhäuter. Über die wilde Jagd wollte niemand sprechen. Hast du sie eingeholt? Keine Ahnung. Hast du eine Spur? Noch nicht. Du hast elfische Gedichte über die Jagd erwähnt. Ich sagte, dass es vielleicht welche gibt. Ältere. Ich kenne keine, aber sieh dich in der Gegend um. Vielleicht stolperst du ja über eins. Mit den Erinnerungen kommen auch die Gefühle wieder. Ich glaube fest daran, dass Yennefer lebt und ich sie finden werde. Triss, Yennefer, du bist zu beneiden. Ich weiß weder, was mit Yennefer ist, noch ob Triss noch lebt. Tja, von zwei Frauen hast du gerade keine. Aber solche Frauen sind zäh. Ich werde Triss finden. Lebendig. Was ist mit Yennefer? Das weiß ich erst, wenn ich sie treffe. Jorvet hat sich verändert, nicht wahr? Dieser Ort verändert alle. Nur dich natürlich nicht. Solche Veränderungen mag ich nicht. Ich traue ihnen nicht. Dann bist du dumm. Saskia hat Jorvet eine Chance gegeben. Und wenn er die nutzt, kann er endlich aus seinem Loch kriechen. Mehr noch, wenn er jetzt geschickt vorgeht, werden die Menschen die Vergangenheit vergessen und ihn respektieren. Ein unabhängiges Pontartal könnte bedeuten, dass Jorvet sich vom Banditen zum Ritter wandelt. Dann ist es doch kein Wunder, dass er sich ändert. Mein Kind würde ich ihm zwar nicht anvertrauen, aber er ist auf einem guten Weg. Als ob er ein Kind kriegen würde. Bist du jetzt Hofpropagandist? Hier gibt es gar keinen Hof. Das ist doch das Beste an diesem Ort. Die Leute folgen Saskia freiwillig, nicht aus Zwang oder wegen der Etikette. Du neigst zu extremen Ansichten. Und du neigst dazu, jede erhabene Idee in den Dreck zu ziehen. Ich bemühe mich, die Dinge nüchtern zu sehen. Aber du hast dich uns angeschlossen. Oder nicht? Im Augenblick bin ich auf Vergens Seite. Du willst keine Verpflichtungen eingehen, wie? Vergen ist aber keine Hure, die man nach dem Vögeln links liegen lassen kann. Ich passe eben auf, dass Fräulein Vergen mich nicht aufs Kreuz legt. Mit anderen Worten, leck mich an der linken Arschbacke, leck mich an der rechten, aber bloß nicht dazwischen. Das ist deine Haltung. Wenn ich dieses blöde, romantische Leuchten in deinen Augen sehe, weiß ich schon, dass ich dich aus irgendeinem Schlamassel befreien muss. Ich pfeife auf deine Hilfe. In dieser Gegend gibt es alle möglichen Menschen, Zwerge und sogar Elfen, die für mich durchs Feuer gehen würden. Hoffentlich hast du recht. Ach, Rittersporn. So. Da hauen wir mal ab, hier ist ein bisschen laut. Der Plan. Das war aber wirklich sehr seltsam.